Guten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Dynamo Dresden. Heute zu Gast bei Celtic Glasgow und ja, Runde der letzten 32 in Europa League. Wir hoffen, dass wir weiterkommen. Wäre schon schön, wäre vor allen Dingen auch sehr wichtig und natürlich wäre es auch prestigemäßig ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, dann wollen wir mal starten. Wir spielen natürlich in dem traditionellen Gelb-Schwarz und Celtic in ihren legendären weiß-grün gestreiften Badeanzügen. Es regnet. Na, bestes Wetter. Perfekt. Besser kann's nicht gehen. So. Also mit dem Richter haben wir einen echt guten Fang gemacht. Ich lasse jetzt mal durchlaufen. Ich will mir mal die Aufstellung von Celtic Glasgow angucken. Der East Point Arena. Oh, da kommen die Männer kicken. Wir natürlich wieder mit unserer gewohnten Aufstellung. Musa Marega, 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Habe ich nichts dagegen, wenn er heute 3 nachlegt. Da ist er. Und unser Schubert, nachdem er im letzten Spiel mal pausieren durfte. So, Gordon, Isaguer, Ager, Mendes, Moreira, Bitten, Ncham, Sinclair, Rogic, Forrest und vorne Minamino. Forrest kenne ich, Rogic kenne ich, Bitten kenne ich und der Rest sagt mir erstmal gar nichts. Gut, dann wollen wir die Wasserballschlacht mal beginnen. Mögen die Wasserspiele beginnen. So. Sehr schön. Echt mal super gestört. Finde ich prima. Ja klar, bevor er weiterleiten kann, kommt natürlich ein Bein dazwischen. Das ist mit Ansage. Und dazu noch zum Kotzen. Ja, Mist. Ja, bei Regen wird der Ball schnell auf dem Rasen. Also der Maguire ist ja nun schon unser Turbo-Pferdchen. Ach je. Also so oft kriegt er so eine Chance nicht. Ach, das ist doch zum... Eiei und jeiei. Wie die immer noch im letzten Moment abspielen können. Ich finde das klasse. Boah, ja, na sicher, ey. Nee. Ja klar. Richtig, pfeifen. Liebe EA Sports Entwickler, fasst euch an den Kopf und sagt dreimal ganz langsam Kürbis gedeihe. Man bedenke bitte, Maguire ist mein schnellster Spieler, ne? Und die lassen sie einfach mal so stehen, als ob er da gerade mit angezogener Handbremse fährt. Völlig beknackt. Da
ich dann immer die Ausreden höre, ja, das ist halt, das liegt am Schwierigkeitsgrad und ein Schwierigkeitsgrad heißt schwerer, nicht schneller oder auch nicht langsamer, sondern schwieriger. Ja, voilà. Geht doch. Sehr, sehr schön. Und McGuire kann's noch. So, jetzt kann es weitergehen. Ach, schade. Da kam er mit der Runkelrübe noch ran, aber hat nicht ganz gereicht. Oh, ein Mist. Jawohl. Schön unter Druck setzen, jawohl. Ja, zählt ja in der Europa League auch Auswärtstorregel. Richtig, das muss man wiederum nicht pfeifen, ne? Weil der Ball, der war ja nun mal weit weg. Das ist so klar. Kann er den Ball nicht kontrollieren, der geht so weit zurück bis zum Gegenspieler, damit er den da auch schön annehmen kann. Das war jetzt aber Momentum in Reinkultur. Für so eine Momente könnte EA Sports einfach nur mit wachsender Begeisterung in die Fresse hauen. Ja, da sollten sich wirklich die Programmierer, die sollten sich tierisch was schämen für so eine Leistung. Also andere Leute, wenn die so arbeiten würden und das Jahr für Jahr, es ist ja nicht so, dass es ist ja nicht so, dass das jetzt, oh, alles war super bisher und mit EMA kommt nur Mist. Nee, nee, das zieht sich ja nur wirklich schon durch alle FIFA-Spiele. Kannst ja gucken, was du willst. Und ist ja nicht nur Fußball, ist auch NHL. Da gibt es dieselben Probleme, wo sie im Endeffekt nur Schrott machen. Sich für im Endeffekt Bullshit jedes Jahr schön den Arsch vergolden lassen. Ja, würde jeder andere so eine Leistung abliefern auf Arbeit, der könnte stempeln gehen. Der wäre Stammgast beim Hey, das ist doch nicht wahr, das ist doch nicht wahr. Da verspringt ihn dabei so, dass er den nicht annehmen kann. Ey, Leute! Mann, 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 ey. Warum läuft der nicht vorwärts? Warum läuft der seitlich versetzt? Damit er ja nicht schnell laufen muss oder was? Mann, Mann, Mann. Das ist doch alles nur zum Kotzen, ey.
Jawoll! Nikolaou, unser defensives Mittelfeld, hat getroffen. Schöner Schuss. Oh, sauber. So, zwei Auswärtstore. Nicht prima. Du kriegst den nicht unter Kontrolle. Jawohl, richtig, ey Mann. Ja, auch richtig. Ey. Spiel doch einfach mal vernünftige Pässe und nicht hier so eine. Oh, ich lasse den Ball jetzt mal abtropfen und nenne es Pass. Natürlich. Und jawohl, schön, so dass ich nicht rankomme, ey. Ja klar, ich ziehe natürlich in die vom Tor rechte Ecke und wo schießt er hin? Nach links. Dann kann ja auch nicht abgefälscht sein, weil sonst hätte er ja nicht. Abstoße ihm. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das wäre die Horrormeldung ever in den Medien. EA Sports hat sich dazu entschlossen, Autos zu bauen. Und das stelle ich mir vor. Blinkt links, lenkt links, fährt rechts um die Ecke. So, gewonnen. Porto gegen Valencia geführt, okay. Das ist der Konferenz. Nö. Heute mal nicht und sonst mal auch nicht. So. Wir führen mit 56 Punkten. Das heißt, wir haben 8 Punkte Vorsprung. Vor Hoffenheim. Die Bayern auf dem 6. Ja, ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es zu Hause heißt. Gegen die Hessen. Die Hesse komme. Bis dann. Tschüss.